So, und da sind wir wieder zurück zu LS15 im Forst. Und zwar habe ich ganz schön gewirbelt und die ganzen Kladderadatsch eingesammelt, den wir denn hier so verbracht haben. Und ich würde sagen, ich wollte euch ja zeigen, wie ich das jetzt machen werde mit dem Holz am besten. Und wie gesagt, ihr seht, hier ist nichts mehr so weit. Schade, kann man nicht hochgehen. Was hier rumliegt, sind bloß die höchstens die Reste, die Spitzen, die man eigentlich nicht brauchen. Sonst ist ja eigentlich schon alles fortgebracht worden und verwertet. Und ja, wie gesagt, ist eine schöne Mannschaft hier, die beiden Skitter. Ja, das geht, das sind eine Vorwärter. Und wie gesagt, jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe in diesem Video. Und ist ganz einfach, habe mir eine einfache Methode gesucht, eine einfachere Methode. Fahren wir es mal fix den Harvester weg, hier haben wir genug Platz zum Rangieren. So. Dann gehen wir hier hoch und da seht ihr, ist dieser Riesenschredder, die es bei Modhoster gibt. Und wie gesagt, geht gut mit der wie gesagt, was aber blöd ist, dass sofort das Holz wegbloppt, wenn man das einmal anmacht, weil die so eingestellt ist, dass die so schnell schreddern soll. Und ja, wie gesagt, ich nehme einfach dieses Holz. Es sind, ich glaube, 4 Meter Stücken, ja, habe ich gemacht. Oder, ja, sind die besten, weil die ja am besten reinpassen. Von der Größe her. So, und dann, ja, wie gehabt, Radlader. Diese gemoddete Poltergabel, auch von Modhoster. Und dann geht das eigentlich relativ gut. Mehr oder weniger. Das ist gerade so scheiße Tara hier. Deswegen machst du es ja halt beschissen. Scheiß Hügel. So. Und dann einfach zumachen. Dann habt ihr schön ordentlich Holz hier. Im Greifer. Einmal umdrehen. So, und ihr seht, das passt gut rein hier. Können wir gleich noch eine zweite Fuhre holen. So. Ah, es ist bergab gehen, macht sie oft blöd. Na, hat sie ins rausgeglitscht. Mal sehen, ob wir das mit reinkriegen hier. Los, schnell rein hier. Ja, gut. So, dann tun wir die anderen wieder rein. Das eine, das können wir entweder mit dem Greifer noch mit reinmachen oder wie gesagt, die Reste dann wieder mit dem Vorrat zusammenlesen. So, dann liegt die ganze Geschichte drin, ne? So. Dann geht er raus. Natürlich ein Case einsteigen und anschalten. Und flapp. Achso. Ja, das sollte man. Und dann macht man an. Und das war's schon. Zack, alles drinne. Da könnt ihr wieder aussteigen, mit einem Radlader einsteigen. Und weiter Holz holen. Das macht sie eben ein bisschen besser als das mit alles aufzuladen, wegzufahren. Natürlich müsste man das auch noch alles wegfahren, aber ich schaffe es erstmal bloß zu diesem Unterstand bei uns auf dieser, wie soll ich sagen, aufs Firmengelände. Ja, die kriegen wir ja alle mit. Zeige ich euch, wenn der LKW voll ist. So. Nehmen wir alles rein hier.
Zangen wieder aufmachen. Ja, und das zurück davor, das tun wir dann entweder zum Schluss einsammeln. Oder, ja, wie auch immer. So. Und wenn der Preis stabil ist, dann gucke ich auch gleich, was immer. Ist ja gleich mit auf dem Gebiet, dieses Heizkraftwerk. Kippe ich dann immer gleich Wasser rein. So ist da auch, ich glaube, wir haben jetzt eine 500.000 Liter auf, in dem Bunker drin, ne? Was da alles dann weg kann. So. Gehen wir wieder rein. Drücken kurz B. Und das wär's schon wieder. Mal was in den LKW gucken. Ah, 83%. Ihr seht, es geht schnell. Eine Fuhre werden wir noch holen müssen, bloß noch. So. Die sind die ganz gerade liegen, also man versucht immer gute Haufen zu machen mit dem Harvester, dass die circa in einer Reihe liegen, dass man die eben gut nehmen kann und diese verstreut. Aber wenn die eben mal so sind, das macht unnötig, dann legt man die ein bisschen in die Mitte und da rutschen die trotzdem rein. So. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Das könnte schon reichen. Jo, der ist voll. So, da fahren wir dem. Vorher gucken wir nochmal, wie es mit dem Preis aussieht. Hackschnitzel ist geblieben und ihr seht hier fast eine 500.000 drin. Und 1.700 kriegt man dafür, das ist ganz schön viel. Und da können wir einiges reintun. So, dann fahren wir hier lang. Und dann fahren wir da vorne. Links runter, hätten wir auch hier runter können. Wüsste gar nicht. Hier den Weg kenne ich jedenfalls. Fahren wir jetzt hier links runter. Ja, ne, gegen Baum ist ja. Bisschen blöd. Dann fahren wir wie gesagt hier runter. Dann sind wir schon bei unserem Hof. Meine Güte. Ja, diesen blöden Sträucher hier. Ihr seht, der Haufen ist rappelvoll. So. Und da fahren wir rückwärts ran. Und da bekommen wir so auch unser Geld. Wahrscheinlich nicht ganz so viel, wie erst dort und hinfahren, aber erstens geht schneller. Und zweitens kriegt man ja auch schon ordentlich Geld immer von unseren Solaranlagen, die da sind. Müsst ihr ja mal gucken, wenn wenn es wieder eine volle Stunde ist, also wenn 22 Uhr ist, dann seht ihr, wie das Geld umschlägt. Und rein theoretisch könnten wir uns auch schon wieder einige Platten kaufen. Können wir dann noch machen. Oh gut. Ja, ja. Aber zu viel Schwung hier am Berg hoch. Ja, der muss noch viel gefällt werden. Das würde ich auch gerne mal alles in einen Rutsch machen. Ist alles auf immer. Aber mal sehr, wer weiß, ob das mein Computer mitmacht. Wo steht denn hier? Pilze? Sieht ja recht komisch aus. Na gut. Dann stellen wir es wieder her. So, dürfte uns eigentlich der Häcksler finden. Gut, dann wieder Radler einsteigen.
So, da oben liegt noch viel Holz. Ja, wir haben die Anhänger noch zweimal voll kriegen mindestens. So. Seht ihr, das klappt dann ganz gut. Habt ordentlich Holz in der Zange. So. Na, fall die eine raus da. So, jetzt. Dann haben wir da noch eine Fuhre. So. Euch auch nicht zuquetschen, das kümmert sich dann schon, dass es alles in Reihe kommt in der Zange. Nein, fall nicht raus. Oh. Gut, haben wir mal gerettet. So, dann steigen wir wieder ein. Schreddern kurz. Und ihr seht, der ist schon wieder ganz schön voll, der Anhänger. Ja, wie gesagt, so geht es ganz schnell. Dadurch, dass man kurz Hölzer machen, muss man zwar ein paar Mal fahren, aber dafür lässt ihr so besser in den Anhänger schachten. Ich hatte das vorher mit diesen 6-7 Meter Stücken gemacht und deswegen ist es ein bisschen blöd, da müsste man manchmal aussteigen und nochmal zersägen, weil die so groß sind. Das ist dann auch blöd. So. Okay. So, dann nochmal so eine Fuhre und dann wird es schon wieder gewesen sein. Dann dürfte der Anhänger voll sein, dann werden wir dann doch noch ein paar Mal fahren müssen. Hier liegt eine ganze Menge. Ja, und deswegen, wie gesagt, wollte ich euch jetzt die ganze Zeit zeigen, wie ich das die ganze Zeit anders... wie ich die ganze andere Seite auch da geräumt habe, weil ist ja dann irgendwann immer wieder dasselbe. Deswegen mache ich ein Video draus. Oh, da haben wir ja Sonne fallen lassen. So. Naja, da passt noch was rein. In den Anhänger. Da war jetzt nicht ganz so viel drin. Ah, da haben wir schon die großen Haufen hier weg. Das sind bloß noch 4 kleine Haufen. Oder kleinere Haufen. Aber da werden wir noch mal fahren können. So, kann man immer schön angeln mit der Zange. Na, aber der Rest bleibt drin hoffentlich.
So, das dürfte aber reichen. Das sieht ganz gut aus. Gucken wir mal. Jo, der ist voll. Fahren wir jetzt mal hier lang. Das seht ihr, wie wir gearbeitet haben. Also müssen wir noch die Stümpfe entfernt werden. Wartet mal, ich mach mal kurz Tag. Spulen, spulen, spulen. So. Und ihr seht, hier liegt nichts mehr rum. Das Gelände ist auch wieder frei. Können neue Bäume gepflanzt werden. Ah, da will ich auch mal was ausprobieren. Mal gucken, ob das klappt. Mal sehen. So. Ah. Haben wir die Kurve ein bisschen knapp genommen. Durch die Hecke können wir zum Glück fahren. Mal gucken, ob der Preis. Hackschnitzel. Ah, ein Stück runtergegangen, aber naja. 100er ja bloß. Na, geht das noch. Da tun wir das noch abladen hier. So, und dann tun wir mal die nächsten Solarplatten aufstellen. Oder nee, wir machen es nie. Und zwar, weil wir wollen dann die Windmühlen da auf den Berg setzen. Die drei Stück hoffentlich gehen dahin. Und deswegen kaufen wir jetzt erstmal keine Solarplatten. Ah, ist immer die Kurve hier. Deswegen kaufen wir keine Windplatten. Windplatten, Solarplatten wegen den Windanlagen. So, fahren wir mal durch. So, fix hier einen Radlader einsteigen. Mal gucken, ob wir hier drei hinkriegen. In jeder Ecke oder so. Mal sehen. Eine kostet ja 1,2 Millionen, kann das sein? Ich glaube. Da unten seht ihr unsere schönen Solaranlagen. Wächst und gedeiht genauso. Wollte gerne mal alle mitnehmen. Zack, alle wieder rein. Und in den Vorraum immer noch. Dann wieder anwerfen die Schredder. Ich sehe gerade hinten im Feld liegt auch noch Holz, das müssen wir mal einsammeln. Da ist mir mal ein LKW verunglückt. Da war ich zu schnell in der Kurve. Und da hat es den dann lang gestreckt. Also echt cool gemacht, die Zange hier. Lässt sich gut Holz damit fahren. So, werfen wir das Gerät an. Oh, liegt noch eins drin, seht ihr das? Jetzt hier durch. Yep. So, und dann liegt hier ein Stämmchen drin, ne? So. Jetzt war es auch durch. Ach, den Kran müssen wir da anheben, sonst kriegt man Probleme mit der Zange. So.
So. Und rückwärts. Gut, ich denke mal, das wird dann reichen. Naja, dann müssen wir nochmal fahren. Naja, jetzt nichts. Und den Rest tun wir dann mit dem Forwarder wieder einsammeln. Ihr habt ja gesehen, den John Deere Forwarder, da finde ich an dem bisschen blöd, dass gucken wir die Uhr weg hier, dass man die Kamera nicht hoch machen kann, weil das stört mich sehr. Aber sonst coole Sache mit dem, mit der Kabine, dass sich die da mitdreht. Das macht schon was her. Und so sieht er unten schlecht aus. Aber wie gesagt, dass man die Kamera nicht ganz hoch machen kann, das ist ein kleines Makel. So. Machen wir sie kurz an, dann holen wir noch von oben da das bisschen und dann ist gut. Ja, so. Und dann werden wir uns, denke ich mal, schon ein paar Windmühlen kaufen können. Zwei auf jeden Fall. Die dritte ist noch fraglich. So. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Dann müssen wir noch ein Bild zusammenlesen. Aber ich glaube, das reicht. Da liegt ja noch ein Stamm wieder drinne. Jop, das reicht. Der wird nicht weiter voll, der LKW. Gut, dann schaffen wir das weg. Und dann setzen wir uns die ersten Windmühlen hin. Da stehen sie wieder. Guten alten Freunde. Da ist halt eine kleine Fieselarbeit, die ganzen Stämme da aufzuladen. Aber es geht schon. Schlimmer als in LS13 ist es nicht. Und ich glaube, bei dem Update hat sich auch schon ein bisschen was getan. So, jetzt gucken wir mal fix, ob sich am Preis sehr was getan hat. Gut, eben mal schaffen wir noch weg. Nur bevor es um 9 wird. Und weg mit dem Zeug. Gut, da haben wir ganz schön Geld jetzt schon. Schauen wir mal. 1,2 Millionen. Kostet der Spaß. Eine, welche wir hinten haben. Ah, seht ihr, es geht sogar viele. Dann mache ich, würde sagen, trotzdem plus 3. Kann man die rotieren, ja. Wie war denn das? So. So.
Und da, wir haben halt schon wieder ganz schön Geld bekommen, indem wir da Windenergie machen. Seht her. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Zack. Und da würde ich sagen, ihr habt erlebt, wie wir jetzt das Holz am besten wegkriegen. Am schnellsten. Und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.